Sony Interactive Entertainment präsentiert. Japan Studio. Creative by Gen Design. Taste drücken. Ja, herzlich willkommen, meine Lieben, zu einem neuen Projekt von mir, das da heißt The Last Guardian. Ich habe dieses Spiel noch nie gespielt, meine Lieben, noch nie im Leben gespielt. Ja, also es ist blind, komplett blind. Ich bin komplett blind. Ich sehe gar nichts, ja, aber überhaupt nichts. Und ich hoffe, ich komme da irgendwie durch. Ja, also bitte, seid mir nicht böse, wenn ich mich öfter etwas dumm anstellen werde. Ich habe nur gehört, das Spiel ist wunderschön. Es ist ein riesiges Fabelwesen, mit dem ich hier dann eine Freundschaft knüpfen werde. Mehr weiß ich aber dann nicht mehr. Das ist das Einzige, was ich weiß. Ich habe mich auch nie selber gespoilert. Ich habe mir da nie irgendwas angeschaut. Ich habe nie irgendein Let's Play geguckt. Ich weiß einfach nur, ja, mehr, dass es hier so ein Fabelwesen gibt und ich bin so ein kleiner Junge und mehr dann auch schon nicht, ja. Okay, gut, dann würde ich sagen, wir stürzen uns ins Abenteuer. Und ja, ich lasse mich überraschen, was da jetzt auf mich zukommt. Neues Spiel. Okay, aha, da muss ich alles drücken, wie es aussieht, ja. Hey, das erste Minigame, cool. Muss ich das jetzt alles wegdrücken, oder? Aha, okay. Oh. Ah, geschafft, ich bin Wahnsinn, super. Das beginnt aber gut.
Inomotu Otunom Isarabea. Aukunana Awizi Ieda Kunam. Okay. Wow. Okay. Inijuka, it is us. Adonite Tawaku, Adachi Rara Boy, Otoriku. Isa uni yu tuti ona ananatu onits. Aweni ata onits inarazi. Ata itara kya agemasu no ano imi. Okay, das erste, was ich mache, ich muss mal kurz auf meinem Lautsprecher, also beziehungsweise auf meinem Kopfhörer, etwas zurückgehen, denn das ist schon ziemlich laut, so ist es besser. So, also bewegen, Kamera bewegen, ja, das ist der klassische, ja, bewegen links, Kamera bewegen rechts, alles klar. Ja, uns wird jetzt etwas ein bisschen erklärt, das Tutorial, wie es aussieht. Verdammt, ist das viel groß. Also Trico heißt es. Und die Stimme, die hier spricht, das bin ich, wie es aussieht. Ich erzähle die Geschichte aus meiner eigenen Sicht. Also ich dürfte noch leben, das ist einmal gut. So, dann... Okay, da oben steht, ich weiß nicht, soll ich zuerst einmal, was soll ich machen? Oh, das sieht aber schon sehr cool aus. Ja, übrigens, ich spiele das Spiel auf der PlayStation 5 in HDR, Full HD, also das Spiel, wie ich spiele, natürlich in 4K, Full HD ist dann die Auflösung, wie ich dann die Videos hochladen werde. Aber es ist sehr hübsch, ja, also wow. Sehr hübsch hier. Schauen wir mal, ob es hier dann Ladezeiten auch gibt. Das wird sich dann sicher auch bemerkbar machen. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll zu Beginn. Ich werde mal hier eine kleine Runde schauen. Aber das sieht schon sehr cool aus hier. Die Schmetterlinge, das ganze Umfeld hier. Wow, also das wirkt wirklich cool. Halt mal sehr gut einmal, der erste Eindruck. Und der ist ja oft der wichtigste. So. Ich brauche mal, mit X kann ich mich ducken. Okay, da kann ich ja schleichen, mehr oder weniger. Dann haben wir Viereck. Ah, okay. Ah, mit Viereck kann ich seinen Sprung vorwärts machen. Kreis, was mache ich mit Kreis? Ah, da kann ich sprinten. Alles klar. Und hier. Und mit Dreieck hupfe ich. Okay, aber das wird mir sicher noch alles erklärt. Ah, jetzt wird es mir erklärt, okay. Ich bin immer meine Zeit voraus. So, dann, ja, hier wissen wir es jetzt genau. Loslassen, okay. Klettern, ja, alles klar. Aufheben tut man dann so. Wo will ich das schon? Weiß ich nicht. Werfen oder fallen lassen. Werfen, ruck. Okay. Okay, ja, gut, soweit. Ich will hier noch nichts aufmachen. Den Hebel will ich auch noch nicht betätigen. Ich gehe mal da vorsichtig zu diesem. Oh, der hat hier Pfeile hinten drinnen stecken. Ui, da muss ich ihm helfen. Da muss ich ihm helfen. Kann ich ihm helfen? Darf ich ihm helfen?
Ich habe ein bisschen Angst. Da wirkt mir etwas gefährlich. Kann ich mich daran wagen? Jo, du bist ein ganz ein braver. Jo, okay. Erster Jumpscare nach 5 Minuten. Jo, ist schon gut. So, kann ich hier rauf? Kann ich hier auf dich rauf springen? Hopp. Bleib ruhig. Bleib ruhig, Großer. Bleib ruhig. Jo, so. Rausziehen. Oh, ruck. Und. Oh, ruck. Ja, ah. So. Au. Au. Das tat weh. Au. Au. Ein bisschen benommen bin ich jetzt. So, aber jetzt werden seine Schmerzen schon etwas. Jo, davon gehe ich mal aus, dass das Tier Hunger hat. Das muss ja einen halben Autobus verschlingen normalerweise. Bei dem seiner Größe. Trico. Ist das männlich, ist das weiblich? Keine Ahnung. Ich kann nicht nachschauen, ich will auch nicht nachschauen. Jo, es sieht mich aber ganz süß an. Jo, hallo. Sprichst du mit mir? Hallo? Hast du Hunger? Hallo. Jo, ich tue dir nichts. Jo. Soll ich jetzt mal... Ich will keine schnellen Bewegungen machen. Dass noch was passiert. So, dann, jo, ich weiß nicht. Ich habe da vorher diese Fässer hier gefunden. Vielleicht ist da etwas zum Fressen drinnen. Kann das sein? Na, oder? Soll ich das einmal hinbringen zu ihm? Ja, man muss halt jetzt ausprobieren. Wie gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich kenne das Spiel überhaupt nicht. Ich kann nur probieren. Werfen. Ruck. Hier hast du. Frisst du das? Ja, wie es aussieht, nicht, hä? Hier. Ein bisschen Holz. Wow. Kann ich dich streicheln? Aha. Na gut, dann gehen wir weg. Dann gehen wir halt weg. Ich verstecke mich hier mal. So. Bist du jetzt? Schauen wir mal heimlich. Ja, wirklich, oder? Zumindest schaut es so aus. Ja, es frisst wirklich. Jo. Ist zwar nur Holz, oder? Jo, brav. Jo, hast du schon Hunger gehabt, gell? Jo. Jo, na hallo. Willst du noch mehr? Wollte ich auch gerade fragen. Es ist noch immer so laut, das Spiel. Oh, jo, ich bring dir noch was. So, da oben. Da oben ist noch was. Können wir da mal raufspringen? Springen wir so? Und nach oben, oder? Ruck. Ah, ich bin falsch, ich bin dumm. Ich bin falsch. Kann ich hier durch? Kriechen? Ich kann. Okay, jetzt nehme ich das. Habe ich es jetzt in der Hand? Ja. Okay. Jetzt tue ich es mal fallen lassen. Ja, okay, so geht's. So. Habe ich Fallschaden? Na? Da ziehe ich lieber noch nicht den Hebel. Weiß nicht, was da passiert. Da vorne geht's auch weiter. Ja, ich habe keine Ahnung. So, falsch.
Müssen wir schauen, okay, das war viel, der Kreis war nehmen, okay. Gut, ich komme schon wieder mit der nächsten. Der nächsten Ladung Nahrung und werfen. Ruck. Oh, hup. So muss ich mich wieder verstecken, oder ist du jetzt schon so? Na, ich gehe mal wieder weg. Ich hoffe, das ist nah genug. So. Die nächste Ration für dich. Mahlzeit. Ja, oder? Na komm. Nimmst du's? Ja, brav, oder? Nimmst du's? Na? Trau dich nur. Ja? Ups. Ich weiß nicht. Er will nicht so recht. Er oder sie? Muss ich dir das noch näher hinwerfen? Oder hast du keinen Hunger mehr? Hallo? Probieren wir es nochmal. Ah, ah, ah. Jo, 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 jo. Ich will das ja nur geben. Ich meine das ja nur gut. So, werfen. So, au. Und schnell weg. Und schnell weg. Muss ich mich noch mehr verstecken? So, ich gehe mal hier rauf. Ist das jetzt? Ist das jetzt? Na komm. Ich habe ja keinen Hunger mehr. Muss ich mich noch mehr verstecken? Geh mal hier rauf. Bin ich ihm zu wenig weit weg? Versteck mich hier mal. Ah, das sieht mir genau, ne? Wie mich anschaut. Voll süß. Wie er mich anschaut. Okay. Na komm, iss. Na, noch näher kann ich das nicht geben, oder? Ach Gott. Okay, dann. Ich weiß nicht. Dann einmal probier es noch. Einmal probier es noch. Jo, ist schon gut, ist schon gut. Ich tu dir nichts. Ich hoffe, du tust mir nichts. Ah, davor habe ich mehr Angst. Ja, ja, ich will dir ja nur was zum Essen geben. So, komm. Und jetzt hier. Fallen lassen dann so. So. Au! Ach Gott. So, noch einmal. Gut, das muss doch irgendwie funktionieren. Siehst du, da will man helfen. Was ist der Dank dafür? Okay. So, ich werfe sie mal von der anderen Seite. Vielleicht auch. Vielleicht geht es von der anderen Seite besser. Probieren wir es so mal. Wir werden es schon hinbringen. Probieren wir es mal so. Und werfen. Oh, ruck. Hopp. Oh, hopp. Achso, falsche Tasse. So muss ich. So, au, immer auf seine Schnauze. So, isst du es jetzt? Isst du es jetzt? Bin ich weit genug weg? Jawohl, jetzt wird was. Okay, das, ich musste darüber. Ich musste es ihm darüber schmeißen. So, und jetzt? Bist du jetzt zufrieden? Bist du jetzt zufrieden? Bist du noch böse auf mich? Ah. Okay. Wie es aussieht, kann ich dich, na, ich glaube, jo, gut, dann schauen wir mal. Ich schau mal, dass ich Land gewinne. Vielleicht kann ich hier, jo, schauen wir mal, was passiert. Vielleicht, da ist noch eine Kiste drin, vielleicht brauchen wir drei. Alle guten Dinge sind drei. Vielleicht muss es drei fressen. So ziehen. Oh. Ah, schwer geht der. Der ist ja schon eingerostet gewesen. Okay. So, dann schauen wir da mal rein. Da ist ja noch eine. Kann man die nehmen? Kann man die nicht? Man kann sie nehmen. Jawohl, jawohl. Einmal geht's noch leicht. So, dann werfen wir in diese dritte auch noch hin. Ich hoffe, er nimmt sie an. Bitteschön. Ups, nimmst du sie? Mahlzeit. Na komm, ist sie. Na komm, jawohl, brav bist du noch.
Ein braver Trikot. Ja, brav. Ja, brav. So, und jetzt? Sind wir jetzt Freunde? Au. Oh, er ist noch immer verletzt, glaube ich. Ne? Kann ich dir helfen? Agatadu yatishi sustim. O nosi. O trikono. Ich habe noch Schmerzen. Kann ich dich streicheln? Oder hast du noch irgendwo einen Pfeil oder was stecken? Hm? Sag mir, was los ist mit dir? Also ich kann es zumindest schon berühren, ohne dass es mich... Kann ich da... Ah, da steckt was. Ah. Oh, okay, vielleicht kann ich so ausziehen auch. Huh? Kann ich... Muss ich da... Erwische ich das von hier? Huh? Was sagst du? Isoi? Ich soll immer keine Federn ausreißen. Es sind ja die... Au. Vielleicht muss ich auf seinen Rücken kommen, irgendwie. Das könnte... Schauen wir mal. Kann ich da... Ja, ich kann wirklich rauf. So, dann schauen wir mal. Ich komme jetzt gerade drauf vor, wie bei der unendlichen Geschichte, wie wenn ich auf Fuchur fliegen würde. Kennt ihr Fuchur, den Glücksdrachen? So fühle ich mich gerade. Ein bisschen. So, erwische ich das jetzt von hier? Speer entfernen, ja. So, und jetzt? Ja. So. Au. Aber der Speer ist ja draußen, Gott sei Dank. Was für ein Beginn. Der Eindruck, wow, ich glaube nur wow. Beim total atmosphärisch, der Wahnsinn. Oh. Ich glaube, jetzt hat er verstanden, dass ich ihm helfen wollte und auch geholfen habe. Trikot rufen, okay. Okay, jetzt kann ich ihn mit R1 rufen, auch nicht schlecht. Okay. Hat dann... Hey, der geht mir nach. Oder? Mega cool, ne? Jo, hallo Trikot. Folgst du mich? Warte, ich geh mal darüber. So. Mal hier. Ja, Trikot. Jo, hey. Ja, bist du ein Süßer, ha? Jo. Der Trikot. Oh. Jo. Oh. Na, ist das lieb. Oh, ich habe mich verliebt in das Spiel. Oh. Okay. Gut, und jetzt? Jetzt muss ich mal schauen, wo ich hin muss, da vorne. Ist da aus auch noch was? Schaut ein bisschen aus, wie wenn dahinter was wäre. Oder? Kann ich ihn? Moment, ich rufe ihn einmal. Ah, ihr seht da. Ich brauche ihn gerade rufen, der geht mir nach. Der geht mir nach. Okay. Mann, süß, oder? Wisst ihr was? Ich weiß nicht. Soll ich hier Trigger rufen? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich gehe mal davor. Kommt man da weiter? Aber er hängt an der Kette, oder? Der hängt an einer Kette, oder? Ja, schauen wir mal, was da passiert. Moment, ich bin da, ich muss da, ich gehe mal da lang.
Da wird dann irgendwann die Kette dann. Trico. Na komm. Trico. Jo, hey. Okay. Wie geht's da? Da geht's lang, ja? Da geht's lang. Okay. Oh, es ist dieses Spiel, auch diese Farbgebung dieses Spiels. Ich glaube zu wissen, dass dieses Spiel von den Machern ist, von, Shadow of the Colossus und Ico. Glaube ich, von die sind die Macher auch von. Das merke ich auch. Jo. Wie können wir das Halsband lösen? Jo, wie gesagt, das schaut ein bisschen so aus wie von Shadow of the Colossus und Ico. Ich glaube, das sind dieselben Macher. Ich glaube fast schon. Habe ich da mal was gelesen oder was? Aber das ist wirklich, das ist gigantisch, oder? Also das gefällt mir total, ne? Weil man hat doch so viel negative Kritiken gehört über dieses Spiel, aber ich weiß nicht, kann ich mir nicht vorstellen. So, aber jo, schauen wir mal, was muss ich jetzt machen? Also wie gesagt, es kann jetzt passieren, dass ich hier öfter mal, ja, einfach nur dumm im Kreis herumlaufe und nicht weiß, was ich machen soll. Aber dieser Lichteinfall wirkt schon cool auch, ne? Da oben ist ein Fass, so zum, wahrscheinlich ist da Futtervorrat drin. Wow, wir sind hier in seiner Schlucht, hier in seinem Höhlenbereich. Wow. So, hier konnte man irgendwo springen, oder was konnte man da? Was habe ich gelesen? Springen? Na, oder? Na, okay, bringt mir gerade nicht viel. Ja, na, was ist mit dir? Jetzt hallo? Er macht halt gerne ein bisschen Übungen. So, na dann. Jo, du kommst nicht weiter, gell? Jo. Kann ich, mein Gott, was soll ich machen jetzt? Kann ich vielleicht auf deinen Rücken? Moment. Komme ich vielleicht auf deinen Rücken? Irgendwie rauf? Du musst dich ja mal. Kann ich darauf? Ah, okay, ich kann rauf. Wie es aussieht. Okay, komme ich noch weiter? Vielleicht so. Moment. Kann ich da vielleicht, komme ich da zu seinem Halsband? Kann ich da was machen? Hebel ziehen, hey, ein Hebel. Ja. Oh, look. Und. Oh, ja. Ja. Jawohl, wir haben's. Wir haben dich befreit. Ja. Nein, wir haben dich befreit. Jo, mein Gott, süßer, du. Oder du Süße, ich weiß es nicht. Trico, männlich oder weiblich? Hey, du bist aber eines. Wow. Oh. Gehirnerschütterung. Okay. Gut, aber wir haben es geschafft. Egal. So, jawohl, jetzt folge mir. Komm, Trico, wir haben es geschafft. Jo, bist du ein Süßer? Mein Gott, ist der süß. Jo, Trico. So, und jetzt? Aha, ja. Ja, friss. Kannst du fressen, gehört dir? Du darfst. Oh. Mein Gott, süß, wie es nimmt. Na komm. Friss dich satt. Trau dich nur. Oder wieder spielen. Na, friss nur. Jetzt? Da vielleicht? Kann ich da vielleicht jetzt? Moment. Vielleicht kann ich da jetzt. Hallo? Falsch. Springen. Oh. Über diese. Na.
Ich werde nicht hier bringen und Bettplatz. Ja, genau, genau so. Und da jetzt raus. Vielleicht kann mich da jetzt über seinen Kopf dann auf diesen Vorsprung also mal raufkommen. Das schaut gut aus. Jawohl, der bildet, der macht mir eine Brücke. Und dann springen war, glaube ich, Dreiecktaste. Noch auf. Moment. Und springen. Ja, das war gut. Ich hab's. So, dann nehmen wir das hier. Das schmeißen wir hier auch runter. Ja, hallo. Wow, die großen Augen. So, kann ich das jetzt, das werfe ich ihm jetzt runter. Oh, Moment, ich sehe, die Kamera ist gerade ein bisschen, Moment, ich habe das fallen lassen, versehentlich. So, jetzt habe ich es wieder. Ruck. So, einfach da runterfallen lassen. Werfen. Oh, hallo. Erst, sei nicht so. Ja, warte, fällt jetzt falsch. Er holt sich selber. Der ist motiviert. Na dann. So, jetzt frisst, oder? Jo, frisst er. Jetzt kann ich. Kann ich jetzt wieder runter, oder? Hm? Willst du fressen? Sonst ist er da nichts, oder? Moment, wie war ducken? Moment, jetzt schaue ich aber da noch. Ducken war. Das war ducken. Komm ich da durch? Ah ja, wirklich. Ich komme da. Hä? Okay. Bin ich da jetzt richtig? Komme ich da jetzt? Wo bin ich jetzt? So, wir sind jetzt bei einer halben Stunde. Ich werde nicht zu lange Bats machen. Ich werde so halbe Stunden Bats machen. Und ja. Ich denke, da mache ich jetzt kurz mal einen Cut. Meine Lieben. Ich will mich nur ansehen. Ja, jetzt. Ja, meine Lieben. Das war der erste Teil. Wow, sage ich nur. Also wunderbar. Dieses Spiel ist grandios bis jetzt. Ich bin gespannt, was da noch auf uns wartet alles. Was da noch dann alles folgt. Danke fürs Zusehen, meine Lieben. Ja, wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Teil wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich bin schon total motiviert. Wir sehen uns demnächst. Ciao.